So, meine Lieben, ich bin heute bei der Firma PKP Performance, eine ganz junge Truppe, die meine Kawasaki Ninja 500 auf Vordermann gebracht hat. Wollt ihr wissen, was das Motorrad jetzt kann? Bleibt natürlich dran, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und jetzt ab ins Intro. So, meine Lieben, wie ihr vorher schon im Intro gehört habt, sind wir heute bei der Firma PKP Performance, eine ganz junge Truppe. Ich habe gehört, ihr seid im zweiten Jahr quasi von eurem Dasein generell. Und ich stehe jetzt gerade neben Max und der Max ist eigentlich das Elektronik-Genie bei der Firma PKP. Erzähl uns einmal ein bisschen, was wir gemacht haben bei unserer Kawasaki und vor allem, auf was ihr Wert legt generell. Ja, grundsätzlich kann man zur Kawasaki sagen, es ist halt, wie du selber gesagt hast, eigentlich für die Straßen ein Zweimotorradl. Wir haben jetzt versucht, dass wir das Ganze mal ein bisschen mehr Richtung Rennstrecken trimmen. Also der erste Punkt ist natürlich im Steuergerät einmal alles abstimmen, dass der ganze Motor mal mit dem offenen Auspuff funktioniert. Die Ansaugung dazu ein bisschen adaptiert. Da haben wir selber Ansaugtrichter gemacht, also die Trichter, die auf der Drosselklappe drauf sitzen. Yeah. Das bringt uns, wie man da nebenbei eh schon sieht und wir schon ein bisschen besprochen haben, ein super Leistungszuwachs oben raus, also wir reden da von ca. 8 PS, die wir oben rausgekommen haben. 8 PS, meine Lieben, das Ding wird performen, ich gebe wieder weiter. Genau, und das ganze Paket nachher natürlich abgestimmt, also da geht es hauptsächlich um Sprit- und Zündungsabstimmung, wie halt einfach so ein Motor grundsätzlich noch an dasteht, dass das alles sauber rennt, dass das alles zuverlässig rennt. Und dann ist bei uns extrem viel Wichtigkeit auch auf Gasannahme, niedrige Drehzahl, wie du aus der Ecke rauskommst. Einfach was die, genau, was die als Rennfahrer dann wirklich auf der Straße halt schnell macht. Mhm. Weil nur reine Spitzenleistung ist die eine Hälfte. Das braucht man dir, glaube ich, nicht erzählen, du weißt sowas eh. Dann haben wir bei dem Motorrad, und auf das bin ich recht stolz, dass das jetzt funktioniert hat, einen Schaltautomat einbaut, direkt im Motorsteuergerät einprogrammiert, das heißt keine Zusatzelektronik, nichts, sondern alles direkt im Originalmotorsteuergerät, macht, auch wie du weißt, eine extreme Ruhe ins Vorne rein und bringt wieder Rundenzeit. Du hast vorher schon kurz angerissen im Vorgespräch, dass das Motorrad quasi wahrscheinlich weltweit die einzige ist oder die erste sein wird mit einem Quickshifter, weil ja die 500er mehr oder weniger in der WM nicht läuft. Das heißt, Quickshifter ist nicht wirklich notwendig. Und es war schon ein bisschen Stunt, das da reinzubekommen, weil ja quasi vom Steuergerät doch einiges neu worden ist. Es war mehr Unterschied zur 400er als gedacht. Bei der 400er habe ich das schon zigmal gemacht, überhaupt kein Problem. Bei der 500er hätte ich es einfach erwartet, war ein bisschen ein Projekt. Deswegen sage ich, ich bin recht stolz und finde es super, dass das jetzt funktioniert hat. Und cool. Genau. Ja, taugt mir auch voll. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der alten 400er und der neuen 500er konkret? Also was kann man jetzt quasi, wenn man am Tisch sagt, die Zettel hat, was ist der konkrete Unterschied? Ich habe jetzt natürlich kein Datenblatt vom Motor direkt, aber meine Einschätzung nach dem, was ich da jetzt gesehen habe, ist auf jeden Fall, dass der Motor hat 50 oder 60 Kubik mehr und ist halt einfach nur mehr auf Drehmoment ausgelegt, auf Leistung unten ausgelegt. Das erkennt man sofort, das sind eindeutig andere Steuerzeiten, das sieht man in der Leistungskurve. Genau, und das Ziel natürlich von dem, was wir da jetzt gemacht haben, ist, die ganze Leistung natürlich oben noch ein A zu erhalten. Weil das unten Drehmoment macht ja aus Herstellersicht vollkommen Sinn. Ich möchte ja ein Motorrad bauen, das A2 super funktioniert, auf der Straße für jedermann angenehm zum Fahren ist. Aus den Kurven gut rauskommt. Genau, und du hast halt einfach die A2-Drosselung. Du darfst nicht mehr als 48 PS haben. Genau, und das war halt bei dem noch ein eigentlich ganz interessant, weil du das Ganze eben versuchst, ein bisschen in die Rennsportrichtung zu schieben. Genau. Cool. Dann haben wir eigentlich da soweit alles kurz zusammengefasst, kann man sagen, eigentlich ein Mörderprojekt. Wie gesagt, wir haben jetzt wahrscheinlich die erste Kawasaki, die was einen Quickshifter hat, zumindest in Österreich, wahrscheinlich sogar weltweit. Ich habe schon die Leistungskurven hinten gesehen und pack's überhaupt nicht, weil wir haben in der Spitzenleistung zum quasi Standardmodell haben wir noch einmal ca. glaube ich 7 bis 8 PS gefunden, was natürlich in der Kupaturklasse unfassbar viel ist, weil ich hatte davor schon, muss man sagen, einen Agrapovic drauf, einen Rennsportluftfilter drinnen, aber trotzdem noch einmal 8 finden oder 7 bis 8 PS finden ist natürlich schon mega charmant. Genau, wie du richtig sagst, die Eingangsmessung von dem Gerät ist ja schon basiert mit der offenen Agrapovic Rennsportanlage und dem offenen Filter.
Was man dazu sagen muss, die Spitzenleistung hat es jetzt nicht so drastisch erhöht. Da sind wir bei 4, 5 PS. Mhm. Was das große Ziel war, eben, dass wir über ein breites Band die Leistung oben halten. Und ja, das ist eben genau das, wo wir dann zu der wirklichen Differenz oben, da haben wir jetzt wirklich 2.000, 3.000 Umdrehungen, wo das Bandel komplett haltet. Mhm. Und man wirklich... Man sieht hier relativ gut auch, das Drehzahlband, was du angesprochen hast vorher, geht wahrscheinlich beim Fahren, sage ich jetzt mal, aus engen Ecken raus von 7.000 bis zum Drehzahlbegrenzer. Ja. Man sieht auch hier, dass wir hier hinten raus quasi noch irrsinnig viel zum Standardmodell gefunden haben und über das ganze Spektrum, da wo man wirklich aktiv fährt, im Drehzahlband, ja, haben wir wirklich extrem viel mehr. Also ich bin schon extrem gespannt, wie das Ding abperformen wird, weil, wie gesagt, es haben sich noch sehr wenig Tuner über die 500er drüber getraut oder das Modell ist einfach noch so neu, dass man da wenig Erfahrungswerte hat. Aber ich muss sagen, PKP Performance hat mich eigentlich massivst überzeugt. Eine junge Crew, erzähl noch ein bisschen, was ihr generell so auch noch macht. Also wir haben jetzt schon gehört, dass wir zum Beispiel 3D-gedruckte Ansaugtrichter haben. Ich meine, ich muss sagen, ich bin schon lange in der Szene, ja. Und ich weiß, in der WM war das gang und gäbe, wie ich damals WM-Fahrer war, nur seit die letzten 10, 15 Jahre unmöglich, ein Motorrad mit Trichter irgendwo fein abzustimmen. Das war wirklich für mich fast unmöglich. Jetzt ist es mit euch möglich. Mega, mega cool. Ja, was macht es denn sonst noch für die ganzen Kunden? Ja, also grundsätzlich zu uns allgemein. Wir sind mittlerweile 5 Leute, wie gesagt, die zweite volle Saison, die wir jetzt da gerade haben. Ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich um die ganze Prüfstandsgeschichte, Motorsteuergerätprogrammierung, also Spezialteilekonstruktion und solche Geschichten, beziehungsweise halt auch mit dem 3D-Druck, wie du gerade gesagt hast. Dann haben wir eine normale Werkstatt dabei, die genauso Pickel-Service-Geschichten macht. Da sind zwei Mechaniker dabei, der Mani, mein Kollege, der hauptsächlich sein Fahrwerksgeschäft macht. Wir sind Öl-Service-Center. Mhm. Wir haben, darf ich schon kurz sagen, ab übernächste Woche einen Händlervertrag mit Triumph und es gibt bei uns noch einen Triumph Motocross. Gratulation. Triumph Offroad wird es noch bei uns auch geben als erster Händler in Österreich. Auf das sind wir schon alle recht gespannt. Das ist ein bisschen dürfen wir schon veröffentlichen oder gibt es da noch ein Embargo? Seit vorgestern. Ist offiziell. Seit vorgestern darf man es offiziell erzählen, deswegen haben wir gedacht, das passt gut, gell, ganz gut. Genau, das ist ein bisschen so ein Manis, ein Baby, der kümmert sich um das. Und wie gesagt, der Manuel ist eben zuständig für die ganzen Ölensgeschichten. Wie gesagt, Ölenservice Center, Vorwerksthematiken für Attractive, das sind unsere zwei Hauptmarken, die wir verkaufen. Mhm. Genau. So. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, für einen Kunden gibt es eigentlich das All-In-Paket. Viele meiner Freunde auf der Rennstrecke sind schon bei PKP. Kurzes Beispiel, Luki Firnkranz, ein Instruktor bei uns in der Ride It Up Racing School, hat seine Super Duke da und ist hellauf begeistert, hat auch seine KTM RC390 quasi hier abstimmen lassen. Und ich muss sagen, die Motorradeln werden nicht warm. Ich muss ja sagen, die ganzen Motorradeln vom Luki werden ja nicht warm und rennen perfekt. Ja. Das heißt, wenn man sich die ganzen Kollegen anschaut, wo das Motorrad überkocht und da Probleme und läuft nicht gut, von unten gehen sie nicht raus. Motorräder waren bei euch beim Abstimmen, funktionierten tadellos. Ja. Luki sagt zum Beispiel, als kurze Referenz, er hat 3 Sekunden gewonnen jetzt am Pannoniering durch das Motorpaket. Und ich glaube, auf dem Level, das er fährt, ist das schon halbwegs eine Ansage. Ja, glaube ich sofort, weil ich bin von eurer Arbeit echt überzeugt. Ja, jetzt haben wir viel gesprochen über Technik und über das Motorrad, wie sie performen wird. Wir haben die ganzen Daten hier, mega. Habt ihr auch schon Zukunftsprojekte? Jetzt haben wir gerade gehört von euch, dass zum Beispiel Triumph kommt. Kommt irgendwie in der nächsten Zukunft andere Projekte auch noch oder bleibt es mal bei der Basis so? Die grundsätzliche Idee jetzt ist auf jeden Fall bei dem bleiben. Also für uns war immer ein Ziel, wir wollen frei sein und wir wollen alle Marken bedienen können. Das ist auch gerade für mich am Prüfstand extrem wichtig, weil wir ein extrem breites Spektrum da am Prüfstand. Also kann dir erzählen, da herinnen steht von deiner 500er Ninja bis zu einer BMW S1000, aber auch Harley, Indien, alles Mögliche. Was ganz interessant ist, weil es einfach grobe Projekte gibt, also wir wollen uns da echt alles offen halten, steht da wirklich viel Zeug herinnen. Und deswegen war für uns ein Riesenthema, dass wir halt wirklich Offroad, wenn dann einen Offroad-Händler machen, aber keine Straßengeschichten, die uns irgendwie an eine Marken binden. Und das Gute bei den Offroad-Geschichten sind, wie wir gerade besprochen haben, es sind halt wirklich zwei getrennte Sachen. Ja. Also, weil du eben die Triumph ist für uns insofern interessant gewesen, weil es einfach was Neues ist am Markt, am Offroad-Markt und wir ja ein bisschen aus der Motocross-Ecke kommen. Genau, und deswegen war das für uns einfach wirklich eine interessante Geschichte.
ist definitiv fresh, glaube ich. Das macht das Ganze, die ganze Szenerie. Es ist auch mit Ducati in Wirklichkeit gut, wenn die kommen, weil es macht einfach die ganze Szenerie, belebt einfach ein bisschen, glaube ich. Ja. Und Konkurrenz war bekanntlich schon immer gut. Ja. Was mir persönlich richtig taugt, ist einfach, ich weiß ja, viele Mototuner arbeiten dann quasi mit Dynojet und müssen ein Kastel dazwischen hängen. Und bei dir, also bei Max, ist es so, dass der einfach wirklich ins Steuergerät reingeht, in die tiefsten Tiefen, ja, und wir haben auch gesprochen noch vorher, weil ich nämlich diese SL-Variante habe, quasi mit dieser Wegfahrsperre und mit diesem, wie sagt man, Keyless to go, und wir haben alles wegbekommen, wegprogrammieren können, jetzt habe ich nur noch einen schönen Knopf hier und vor allem einen 3D-gedruckten Halter für meinen Startbutton, den werden wir nachher dann kurz herzeigen im Video. Es ist einfach wirklich auf den Punkt, extrem gute Arbeit und wirklich schnell vor allem auch gemacht, weil normal wartet man, also ich kenne das von früher noch, auf sowas wartest du normal einen Monat oder länger, wenn du es überhaupt bekommst, ja, und ich bin jetzt nach einer Woche da und habe ein Motorrad pipifein fertig mit Spitzenleistung 8 PS mehr. Mega, Dankeschön. Ja, und das ist natürlich schon richtig, richtig cool. Ich kann es gar nicht abwarten, dass ich jetzt quasi mit dem Ding fahre und das Ganze mal ein bisschen austesten natürlich. Wir werden auch, by the way, im Winter wahrscheinlich dann noch ein 1000er-Projekt quasi machen, aber das ist dann ein anderes Video, meine Lieben. Klares Fazit, Leute, wenn ihr ein Rennmotorrad habt, ja, es genügt nicht nur einen Luftfilter und einen Agrapovic drauf zu stecken oder generell einen Auspuff, lasst ihm abstimmen. Das Motorrad darf nicht zu warm werden, weil zu mager, bla bla bla. Die Burschen kennen sich wirklich aus. Wärmste Empfehlung. Lasst mich wissen in die Kommentare, habt ihr schon irgendwo was abstimmen lassen oder habt ihr von sowas noch überhaupt nichts gehört? Meine Empfehlung als Rennfahrer, ehemaliger Rennfahrer, ist es ganz klar, lasst euer Motorrad abstimmen, weil das ist quasi die Kirsche auf der Sahnetorte. Mein Name ist Roland Resch, macht es gut. Ciao, ciao.